Venenprobleme sowieso, ne? Ich hatte kürzlich eine OP. Das war ein Chaos, kein Arzt konnte mich narkotisieren. Es war erst zu klein, dann hat sich das entzündet. Dann wurde mehr rausgeschnitten, hat sich das wieder entzündet. Hi. Hi, wir sind hier in Bremen. Darf ich das Video auf YouTube hochladen? Das werden viele Menschen sehen. Ja, kein Problem. Dankeschön. Stell dir bitte vor, wie heißt du, wie alt bist du, was machst du hier? Ich bin der Peter, komme aus Bremen und bin obdachlos. Wie ist dein Leben so verlaufen, dass du obdachlos geworden bist? Ja, ich hatte eigentlich mal ein normales Leben, aber es ging dann so los, dass ich mal in früheren Jahren angefangen habe zu kiffen. Und mit Kiffen kam halt dann so Heroin hinterher. Mit Heroin dann kamen so Partydrogen und dann habe ich noch nicht so gecheckt, was eigentlich Drogen sind. Habe Lehre gemacht als Kfz-Mechaniker. Und ja, dann habe ich angefangen mit den harten Drogen, ne? Heroin, Kokain. Und irgendwann ging das nicht mehr mit Arbeit, dann habe ich mehrere so Therapien gemacht, auch wegen meinen Eltern halt, ne? Das war das Problem, dass ich das nicht selber wollte, sondern eben meine Eltern. Und ja, dadurch war diese Motivation nicht so wirklich ernsthaft, ne? Und um das alles zu finanzieren, bin ich natürlich auch hin und wieder mal zum Clown gegangen, hatte dann einige Haftstrafen. Ja, und so war es dann immer schwieriger, in ein normales Leben reinzukommen, ne? Und ja, dann habe ich aber eine Langzeittherapie gemacht, die hat 27 Monate gedauert. Die hat mir auch sehr geholfen, da war ich dann auch sehr lange clean. Allerdings, ich habe dann geheiratet und durch Todesfälle in der Familie und durch ja, einfach viele Probleme, die mit der Arbeit kamen, ich hatte einen Autounfall und dadurch habe ich die Arbeit verloren, dann war Stress mit der Frau. Und dann kam die Scheidung und durch die Scheidung dann ging eigentlich dann eigentlich so alles bergab. Ne? Weil ich hatte eine Tochter und durch die Scheidung, ich war nicht im Mietvertrag, musste ich die Wohnung quasi, ja, ich musste raus aus der Wohnung, war obdachlos. So von einer Sekunde auf die andere, was ich mir nicht vorstellen konnte, weil ich mir gedacht habe, ich werde dann irgendwie schon irgendwo unterkommen, was auch stimmt, man kriegt tatsächlich Notunterkünfte und so. Aber diese Notunterkünfte sind immer nur zeitbegrenzt, beziehungsweise kein gutes Umfeld, sage ich mal. Ja. Ja, und so ist es eben, dass ich von einer Unterkunft zur nächsten bin. Man kann auch nicht als Drogenabhängiger in 10 Notunterkünfte gehen. Ne? Es gibt 3 Stück. Und wenn man die durch hat, weil man Regelverstöße hat oder sonst irgendwas, da muss man eben sehen, dass man eine Zeit lang wieder auf der Straße ist, dann kann man wieder neu aufgenommen werden. Und so sind jetzt einige Jahre eigentlich so vergangen, ja. Was konsumierst du aktuell? Aktuell ist es bei mir schwierig, weil ich war beim Arzt. Ich habe jetzt also Polamidon bekommen, statt Heroin zu konsumieren. Aber weil ich dann mich wieder nicht gekümmert habe, mal wieder öfters nicht hingegangen bin oder beziehungsweise meine Gebühren nicht bezahlt habe, ja, was dumm ist, da wirst du rausgeschmissen. Ne? Und dann hast du wieder keinen Arzt und jetzt zurzeit konsumiere ich wieder Heroin. Ja. Wofür musst du Gebühren bezahlen? Gebühren? Ja, für dieses Medikament. Für dieses Medikament? Also, du kannst dich zwar befreien lassen dann, aber das kannst du erst nach 50 Euro oder so. Das heißt also, fast ein halbes Jahr muss ich Gebühren zahlen, 10 Euro monatlich oder je nachdem, was für eine Dosis du hast. Bei mir waren es 10 Euro und ja, das war halt dann, jetzt bin ich wieder gerade dabei, dass ich zum neuen Arzt komme, was wieder ein Problem in Bremen ist, weil es zu wenige Ärzte gibt, die wo einen aufnehmen, weil zu viele gibt Drogenabhängige. Also es gibt wenige Plätze. Und konsumierst du jetzt nur Heroin oder noch was anderes? Ja, hin und wieder. Ich habe mal eine Zeit lang krass gekokst. Ja, das ist eigentlich so mal ein Film gewesen von mir, da habe ich mir richtig krass zugeguckt. Nasal? Erst nasal, ne, hat mich dann ziemlich schnell gelangweilt, weil es war mehr so partymäßig. Dann intravenös, ne, geballert. Und dann aber gecrackt halt. Ne? Mhm, geraucht. Ja. Wie macht dein Körper das alles noch mit? Wie fühlst du dich?
ich bin fertig, bin kaputt. Ne? Ich bin jetzt 50. Das kommt nur, dass ich eigentlich noch so einigermaßen noch so lebe, ist nur, weil ich Haftaufenthalte hatte. Ich glaube, sonst wäre ich schon wahrscheinlich schon gar nicht mehr im Leben. Wie lange war Haftaufenthalt? Ja, lange, sehr lange. Sehr lange. Hast du dort konsumiert im Haft? Auch, klar. Auch, ja. Wenn ging. Und durch die Sucht, die schwer zu erklären ist, ja, weil ein Mensch wird wahrscheinlich erstmal nicht verstehen, warum hört er nicht einfach auf. Ja. Das ist ein komplexes Thema bei jedem Menschen individuell, weil eben auch Probleme jeder andere hat. Ja. Es kann alles Mögliche sein. Ich bin halt mehr labil und sehr depressiv und da sind Drogen eigentlich genau das, was mir so hilft halt. Ne. Und ja, wenn ich dann irgendwelche Schicksalsschläge habe, wie letztens erst wieder, dann breche ich halt wieder total ein und dann ist das bei mir wieder ein richtiger Rückschlag. Und körperlich, wie du sagst, ist schwierig, weil durch den Konsum geht ja alles Mögliche kaputt. Ja? Also sprich, du kannst dich nicht mehr konzentrieren, du hast keine Erinnerung verblasst irgendwie. Ich kann mich ja manchmal Sachen gar nicht erinnern, die eigentlich erst vorgestern passiert sind. Ja? Regeneration von Wunden oder Verletzungen dauert ewig lange und vieles, vieles mehr. Also sprich, ich habe jetzt Gott sei Dank kein HIV oder sonst irgendwas, aber es ist eigentlich fast schon Standard, dass das viele haben oder Hepatitis. Hepatitis hast du? Hatte ich gehabt, hat eigentlich jeder. Das kommt nicht wegen Spritzentauschen oder so, das kann man durch altes Wasser, das man oft benutzt und so haben, ne? Habe ich auch nicht gewusst. Wie meinst du altes Wasser? Ja, man benutzt ja Trinkwasser. Man ballert also, ja mit Wasser, ne? Das wird zwar aufgekocht und alles, okay. Aber wenn man jetzt Coca ballert, dann nimmt man das, kocht man das nicht. Und wenn das jetzt da eine Woche lang steht in deinem Glas, ja, und du kümmerst dich nicht drum, manchmal kann sein, dass das 2 Wochen da in deinem Glas liegt, geht ja wenig weg, wenn du da immer nur ein paar Milliliter oder wie sagt man da, aufziehst. Ja, jetzt mittlerweile habe ich das gecheckt und wechsle ich das natürlich immer, aber du weißt das ja erstmal gar nicht. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Therapien ich machen musste, damit ich eben gecheckt habe, was da eigentlich los ist, ne? Wie du Krankheiten kriegen kannst. Ja? Und Venenprobleme sowieso, ne? Ich hatte kürzlich eine OP, das war ein Chaos, kein Arzt konnte mich narkotisieren. Weil er konnte keine Ader treffen? Das geht schon mal los. Die finden dann schon eine. Ja. Der Körper hat viele, die gehen halt dann in zentrale Venenkatheter oder so. Aber es ist auch schwierig, jemanden zu narkotisieren, der schon narkotisiert ist. Ja, also ich bin ja schon voll narkotisiert, quasi auf einer der härtesten Schmerzmittel. Das Herz macht ja nicht ewig, das hört irgendwann mal auf zum Klopfen. Und deswegen ist das nämlich ein großes Problem dann eben. Also wenn ich überhaupt jemanden Drogen abraten würde, dann alleine schon aus dem Grund. Ja. Weil irgendwann hast du mal einen Unfall oder irgendwas und dann stirbst du nicht an den Unfall, sondern an deiner OP, weil du sie nicht überlebst. Aber dann haben sie dich letztendlich narkotisiert? Haben sie dann geschafft, aber mit viel, viel Problemen. Wie dann genau das abgelaufen ist, kann ich dir gar nicht mehr sagen, weil ich bin kein Arzt. Ich weiß nur, dass es ein Riesen-Act war und dass das irgendwie auch mit Lachgas dann war und also ziemlich, ich habe zwar nichts mitbekommen, aber es war auf jeden Fall nicht schön. Was war das für eine OP? Ich hatte am Bein eine größere Verletzung, die habe ich immer noch. Und ja, ist ein Riesending, ich kann das mal zeigen. Also nicht das schönste Anblick, ne? Da haben die mir so ein Fetzen rausgeschnitten. Boah, heftig. Ja. Es war erst so klein, dann hat sich das entzündet. Dann wurde mehr rausgeschnitten, hat sich das wieder entzündet, dann wurde mehr rausgeschnitten. Bis ein Arzt herausgefunden hat, dass meine Venen das Blut nicht nach oben transportieren. Ne? Und dementsprechend kam dann ein Spezialist, ein Inder, der dann eine Venen-OP gemacht hat und dadurch kam dann die Heilung erst in Gang wieder. Musste man Haut transportieren von hier und dann da drauf. Also da habe ich 6 Wochen lang, war ich nur im Krankenhaus gelegen wegen sowas. Wegen einer kleinen Wunde kam sowas raus. Ja. Also nur ein Beispiel für wenn man Drogen nimmt, was das bedeutet.
an Heil, was es bedeutet, dass ein Körper wieder heilt. Und hast du jetzt Schmerzen noch oder geht es einigermaßen? Ja, da jetzt nicht, weil es taub ist. Taub, ne? Ja, Schmerzen merke ich meistens, wenn ich auf den Zug bin oder so, weil dann ist ja die Wirkung weg. Mhm. Dann merke ich irgendwo, da habe ich Schmerzen, da zwickt und da, was ich eigentlich so gar nicht merken würde. Ne? Es war also eine kleine Wunde, die hat sich immer mehr weiter entzündet, entzündet und entzündet, ne? Ja. Und dann du zum Arzt und da haben die gesagt, sofort OP. Natürlich durch die Entzündung das immer wieder rausschneiden, weil du kannst ja nicht, mit Antibiotika konnte man das nicht wegmappen. Mhm. Es könnte ja sogar zu meiner Amputation kommen, ne? Das war mein Glück. Also wäre das in Bremen passiert, das war in München, mhm, da wäre mein Bein weg. In München bessere Ärzte? Nein, kann man nicht sagen, aber einfach nur Glück, dass da gerade einer war, der wo, das sind größere Ärzteseminare. Und ja, da hatte ich Glück, dass ich in München gewesen bin zu der Zeit. Wie viele Jahre ist das her? Das ist jetzt her. 2-3 Jahre? Lass mich lügen. Nein, das ist schon. Das hat lange gedauert, bis es abgeheilt hat. Lange? Lange, ja. Das ist jetzt schon insgesamt 2017, sowas. Mhm.